Der automatische Verrobter von der Firma Nidec. Mit dem automatischen Verrobter können wir eine sogenannte subjektive Refraktion durchführen. Was bedeutet das? Der Patient schaut in die Ferne, sieht Zahlen und wir verändern die Dioptrien im Gerät. Das hört sich so an. Und wir befragen den Patienten, ist es besser, ist es schlechter? Der Patient gibt uns die Antwort und daraus resultieren sich sogenannte Brillenwerte, die sogenannte subjektive Refraktion.